Wer in Kalifornien eine Professur hat, muss wahrscheinlich entweder total durchgedreht sein oder jeden Tag kiffen, weil anders kann man sich nicht erklären, was Sabrina Strings, die an der Universität Berkeley lehrt, da geschrieben hat. Also, Schuld an Fettshaming, haben weiße Männer. Musst du erst mal eine Atempause einlegen, dann fängst du an nachzudenken, falls du den Kopf nicht nur zum Haare schneiden hast. Und ja, sie schreibt, Männer, weiße Männer haben schon immer bestimmt, wie das Schönheitsideal auszusehen hat. Wenn das wahr wäre, dann hat sich das sehr geändert, das Schönheitsideal. Denn ja, so weit man zurückgehen kann, wo fotografisch festgehalten wurde, wie die Frauen so aussehen, da sind schon einige Schwankungen vorhanden. Marilyn Monroe, ohne weiteres ein Sexsymbol, Sophia Loren und andere, ja, die würde man heute wahrscheinlich eher als dick bezeichnen. Wenn dann die weißen Männer verantwortlich sind, ja, man kann den Rassismus überall finden. Wenn man dann recherchiert, was Sabrina noch so geschrieben hat, ja, noch ein weiteres Buch und das heißt Das Ende der Liebe und wieder, wer ist schuld? Der weiße Mann und der Rassismus. Schöne Grüße an Sabrina Strings, bitte mal den Aluhut absetzen.